nämlich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und damit Berge versetzen könnte, hätte ich aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Liebe handelt nicht ungehörig, Liebe sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Amen. Das wahre Licht, das wahre Leben wird alleine dem gegeben, der als Kind zum Vater findet, der allein nur überwindet, was ihm entgegenstellt. Doch ihr alle, die ihr suchet, ohne Gottes Namen fällt, werdet nicht das Ziel erreichen. Euer Geist wird Licht und Hell, dann wird es sein, wenn jede Welt eurer Seele sich erschließt. Wenn ihr ganz nach Kinderarbeit bittet, um des Vaters Gnade, dann erkennet ihr den Geist der Liebe, die euch führt, und ihr werdet Lob ewig dem, dem dieses Lob gebührt. Amen. In jeder Gefahr, in jeder Not, besteht für euch nur ein Gebot. Lasst im Herzen Liebe wohnen, es weichen von euch die Dämonen. Durch Liebe ringt ihr euch empor, es wird euch leicht das Erdenleben. Wo immer nur wird Lieb gegeben, dort wird das Herz so reich bedacht, erbittet diese Himmelsmacht. Geschützet seid ihr alle Zeit, seid ihr zu lieben stets bereit. Amen. Wenn Gottes Liebe in dir brennt, brennen lassen, betet an alle Zeit, danket und lobet alle Zeit, brennen lassen, brennen lassen, brennen lassen, Halleluja, Christus, du bist der Herr, Amen. Im Namen meines super wunderbaren Heiligen Erlösers, Jesu Christus, dem Christus, dem Herrn aller Herren und meines einzigen Herrn, der gepriesen sei in Ewigkeit. Liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christum und zum Heiler, bitte segne alle irrenden Seelen, bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen, bitte hilf allen irrenden Seelen deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Ich danke dir, Christus. Ich danke dir, Christus, dass ich dein treuer Knecht sein darf. Und es dein Wille ist, dass der Knecht, wenn er es wünscht, so groß wird wie du, mein Herr und Heiland. Vater unser, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt alle Zeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auch auf Erden. Unser tägliches Brot des Himmels gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns bitte durch jede Versuchung und erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich danke dir, Vater von Ewigkeit, dass du unseren Heiland und einzigen Herrn, den Herrn aller Herren, Jesus Christus, gemacht hast. Dein Wille geschehe. Amen. Liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christus, unserem Heiland, bitte segne alle irrenden Seelen. Bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen. Bitte hilf allen irrenden Seelen deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit, dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Bitte, Herr, schenk uns geistiges Gut, Herr. Bitte, bitte, bitte. Bitte nähre unsere Seele mit geistigem Gut. Bitte, Herr, Herr Jesus, nähre unsere Seele. Bitte, bitte, Herr Jesus, schenk uns geistiges Gut. Schenk uns geistiges Gut. Schenk uns geistiges Gut und nähre unsere Seele, heile unsere Herzen. Bitte, 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 liebster Vater, liebster Erzählwort im Namen Jesus Christus. Bitte, 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 ich bin ein sündiges, faules Erdenkind und ich bitte, bitte, bitte dich, gib mir die Gnaden des Erlösungswerkes Christi, in dem du dich gegeben hast. Bitte, 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 ich will in dem Kreis stehen für die unser Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Ich möchte meine Seele befreien. Bitte, bitte, bitte. Liebster Vater, bitte, 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 hilf mir. Du wunderbarer himmlischer Erlöser, bitte, 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 nimm mich meiner an. Bitte, 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 bitte. Nimm mich auf in deinen Frieden, liebster Himmelsvater, du. Gib mir Kraft zum Kampf hinieden, meinen Willen stärke du. Gib mir immer deine Gnade, weise mich den rechten Weg. Lass mich stets und ohne Zögern dienen dir zu deiner Ehre. Und wenn ich in Not gerate, meinen Glauben du vernähr. Bleibe du mit deiner Liebe bei mir, schwachem Erdenkind. Hilf mir, dass durchs Weltgetriebe ich zu meinem Heiland find. Schütze und behüte mich alle Zeit und ewiglich. Im Namen Jesu Christum, dem heiligen Lamm. Amen. Nimm dich meiner an und hilf mir, mich zu befreien von aller Last und aller Sünde. Bitte, 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 ich bin gewillt, mich loszusagen von allem Bösen und ein Leben in gottgefälliger Weise zu führen. Bitte, 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 ich möchte dir gefällig sein, mein liebsten Vater, meinem liebsten Herrn Christus. Bitte, 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 gib mir deine Gnade. Bitte, 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 ich bin gewillt, die Gnade des Erlösungswerkes und des Herrn Christus anzunehmen. Bitte, 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 liebster Vater, im Namen Jesus Christus, bitte, 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 gib mir deine Gnade. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte, 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 hilf mir, schwachen, sündigen Erdenkind, und befreie mich von aller Schuld. Bitte, 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 hilf mich auf in deine Liebe. Bitte, nimm mich auf. Bitte, 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 nimm mich auf in deinen Geist der Wahrheit. Bitte, nimm mich mal in dich meiner an und bitte, hilf mir einfach frei zu sein von aller Sünde, von allem, was mich trennt von dir, denn ich will sein dein Kind für immer. Ich will bei dir sein, ich will einfach von dir bewegt sein, von deinem Geist erfüllt sein. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Ich einfach dir ganz und gar hingeben und ich bin nur schwach und klein und weiß nicht, wie ich das alleine schaffen dürfte. Bitte, bitte, liebster Vater, im Namen Christus, bitte hilf mir. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Und ich danke dir auch für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns alle erlöst hast durch Christus und deine Herrn. Ich danke dir, dass du dich hingegeben hast, um uns zu retten, um uns alle zu befreien und wieder zu dir in deine Liebe zu holen. Ich danke dir so sehr, liebster Vater, im Namen Christus.
Christus ist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Hilf mir, deine Gnade anzunehmen und deine Wahrheit ganz und gar aufzunehmen. Dieses von dir geschaffene Herz, sein, das du mir gegeben hast, damit ich es dir gebe und dir schenke, damit du wohnen kannst in mir. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Und das ist mein fester Wille, und bitte hilf mir, mein Wille soll stark sein für dich und zwar nur für dich, dem Vater, dem Herrn aller Herren, dem König aller Herren, dem Herrn Zion, dem Christus, dem Heiler, dem Erlöser, dem du dich selbst hingegeben hast, liebster Vater, um uns alle zu retten. Und deshalb bitte, 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 hilf mir und gib mir Kraft, dass ich meinen Willen nur noch wende zu dir. Amen. Halleluja. Liebster Christus, mein einziger Herr, der du im ewigen Vater wohnest und dadurch die ganze Fülle der Gottheit in dir wohne, in meinem einzigen Heiland und Erlöser Christus, Jeshua. Ich bitte dich, meine Gedanken jetzt recht zu leiten. Ich bin schwach und klein und arm im Geist, ohne deinen Beistand, liebster Christus. Vergib mir, schwachem Sünder, der dein Kind sein will. Bitte bewege mich und erweiche meinen Willen, damit ich liebevoll durch deine Kraft in deinem Willen dir dienen darf. Ich danke dir so sehr, dass du mich immer weiter vervollkommnen willst und dass der Widerstreit in meinen Gebeinen immer schwächer wird, je länger dein wundervoller Gnadenstrahl auf mich gerichtet ist. Ich danke dir, Vater, dass du mich wirklich in alle Wahrheit einführen willst, die ich begehre zu erfahren und die notwendig ist, um dir nach deinem Willen treu zu dienen. Denn ich bin so froh, dass du auf meinen Wunsch hin meinen Willen schon etwas hast erweichen, sodass ich nun etwas mehr Liebe bin und dadurch alles ganz anders verstehen darf, dass ich deiner Wahrheit teilhaftig sein darf, ist das Wunderbarste, was ich je erlebte. Ich will dir, Christus, für immer und alle Ewigkeiten dienen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du zeigtest mir, dass alle irdischen Wahrheiten falsch sind und dass die Erde wirklich dieser dunkle Ort ist, wie in der Bibel beschrieben steht. Ich danke dir, dass du mir immer beigestanden hast, um alles zu finden, um nach deinem Willen in deiner Kraft vervollkommnet zu werden. Ich danke dir, dass der Vorgang der geistigen Reifung zu diesem Zwecke wir uns hier auf Erden alle in deinem Namen versammeln sollten, dass dieser Prozess bewusst und interaktiv mit dir in deiner Kraft stattfindet und dass du dadurch die Deinen wirklich von dieser Welt unterscheidest. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Ich bin so dankbar für diese geistigen Schätze von Wahrheit für die Ewigkeit, die niemals von Ratten und Motten angenagt werden können. Ich danke dir für die Erkenntnis, dass das, was wir Seele nennen, wir selbst sind. Ja, ich danke für die Erkenntnis, dass ich ein Geist bin, so wie du, Christus, ein Geist bist, der in dem größten Geist ewiger Vater wohnt. Und ich als Geist nach deinem Ebenbilde von dir, Vater von Ewigkeit in Christus, geschaffen bin. Und du, Christus,
unvollständig sind. Unser richtiger Körper besteht nur aus Liebe und Wahrheit. Und das ist Geist. Halleluja! Danke für die Einsicht, dass der Geist, der ich bin, ohne deinen Beistand mit Materie nichts anfangen kann. Erst deine Gegenwart, Christus, macht es möglich, dass der geistige Anteil in der Materie auch meinem geistigen zugefügt werden darf. Durch dich, Christus, dass du mich vollkommen machst, damit deine Wahrheit, die so ganz anders ist wie die Wahrheit der Erdenmenschen, mich ausbildet zu einem treuen Diener von dir, Christus Jesus. Ich will dir ein treuer Diener sein, durch den du wirken und sprechen kannst. Das ist mein Wille, das ist mein Wunsch, dass wenn es dein Wille ist, dies mit mir und für mich zu tun, damit ich alles nur noch durch dich und für dich tun darf. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du bist mein einziger Herr, der Herr aller Herren, und du bist die Wahrheit und die ewige Liebe selbst. Bitte bereite mich als willigen Arbeiter für deinen Weinberg. Das ist mein Wille. Halleluja! Heilig, heilig, heilig bist du, Lamm. Halleluja! Denn ewig nur dein Wille möge geschehen. Amen. Ich liebe dich, Christus. Auf ewig dein Wille geschehe. Amen. Liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christus, unserem Heiler, bitte segne alle irrenden Seelen. Bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen. Bitte hilf allen irrenden Seelen deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit, dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Liebster Christus, der du bist in unserem liebsten Vater von Ewigkeit, ich vertraue und glaube dir, dass du in dem liebsten Vater von Ewigkeit wohnest. Der liebste Vater, da du in dir, ich vertraue und glaube dir, dass du im Gott der ewigen Wahrheit und Liebe selbst lebst und wohnest alle Zeit und ewiglich, und dass du der wundervolle Heiland Christ und unser wahrer Heiland, Messias und einziger Herr, du der Sohn Gottes bist. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Herr, bitte, ich bin so schwach, ich kann alleine nichts tun. Ich bin so ein kleines, schwaches Kind hier auf Erden. Ohne deine Hilfe bin ich völlig hilflos. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Ich weiß nicht, nichts gelingt, nichts kann ich tun. Ich bin so klein und schwach. Bitte, Herr, hilf mir. Bitte, bitte, bitte. Ich bin doch das Kind des Vaters und brauche deine Hilfe. Bitte, bitte, bitte. Gib mir Segen und Gnade und stärke meine Tat und nimm mich an und entfache mein Liebefeuer in mir. Bitte, 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 entfache mein Liebefeuer. Ich bin das kleine, schwache Kind. Bitte, hilf mir, bitte. Alleine wird das alles immer nichts her, und deshalb bitte ich dich, bitte, bitte, hilf mir, hilf mir, hilf mir, deine Liebe in meinem Herzen und dein Wille in meinem Geist, und alles ist so wunderbar, wenn mein Wille nur noch aus deinem Willen besteht. Amen. Ich glaube und vertraue dir, dass du für mich und aller Menschen Lieblosigkeit, Sünde, alle Sünde getragen hast. Am Kreuz auf Golgatha und jeden Weg, den ich beschritten hast, um welchen du den Vater batest, aus Liebe zum Vater von Ewigkeit und dadurch auch zu uns. Liebster Heiland Christus, mein einziger Herr, lass mich bitte dieses Kreuz für dich tragen,
denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du, mein wundervoller, einziger Herr, du, der Herr aller Herren, bitte lege mir doch noch ein Kreuz auf, wenn es dein Wille ist. Bitte gib mir Gnade und Kraft, dieses Ungemach nun in deiner Liebe tragen zu dürfen. Herr, ich liebe dich so sehr, du bist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte vergib mir meine Schuld, ich danke dir so sehr und bitte dich, dass dein Wille geschehe. Amen. Und ich vertraue und glaube an die Wahrheit Gottes, die besagt, dass du am Kreuze gestorben und am dritten Tage auferstanden bist und gen Himmel gefahren bist, wo du dich komplett durch diese jene unermessliche Liebe da mit unserem liebsten Schöpfer allen Seins und Vater von Ewigkeit komplett vereintest ist. Halleluja, Amen. Du bist der beste liebe Gott. Und du bist mein bestes Schaf. Und wenn dein Herz sich sehnet, nach mir nur unverwandt, wird meine Liebe dich tragen zu mir ins Heimatland. Aller Leiden dann enthoben, wandelst du in hellstem Licht, schaust dann im Himmel droben deines Vaters Angesicht. Und es wird dein Herz erbeben und erglühen in Liebeslust, und in Wonnen wirst du leben, selig ruhen an meiner Brust. Ständig sein in meiner Nähe, selig sein in Lust und Freud. Meine Liebe wird dir geben, reinstes Glück in Ewigkeit. Amen. Ich bitte dich, mein liebsten Schöpfer, allen Seins in Frieden im Namen des Christus, deinem wahren Sohn und unserem einzigen und wahren Herrn, bitte vergib mir alle meine Schuldigkeit gegenüber dir, der Wahrheit und ewigen Liebe, die ich begann durch Lieblosigkeit an meinem Nächsten. Und bitte vergib auch allen anderen, die an mir oder dir schuldig geworden sind. Bitte, liebster Vater von Ewigkeit, hilf auch du mir zu vergeben und schenk mir bitte deine Gnade und Demut alle Zeit. Im Namen des Christus, dein Wille geschehe alle Zeit und ewiglich. Halleluja, Amen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Sieh mich an, liebster Vater, der ich doch nichts kann ohne dich. Ich bin zu schwach, zu klein und zu geistig arm, doch ich durfte durch die Gnade und Wahrheit, welche du mir gabest und gibst alle Zeit in deiner übergroßen Liebe zu mir und allen Wesen, welche du einst schufest, verstehen, dass nur du die Wahrheit und ewige Liebe mich befreien, erlösen und mir als einzigstes Wesen und den wahren Gott, der du allmächtig bist, in deiner übergroßen Liebe und Wahrheit mir als einzigstes Wesen bist, welches mir helfet in aller Not, so ich mich dir nur willig ergebe. Ich danke dir für diese Zuversicht und dass du die einzige Wahrheit und die rechte Liebe bist. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Mein Wille ist es, dir immer und alle Ewigkeiten in deinem Willen durch deine liebe Kraft zu dienen. Halleluja! Christum Jesu, mein einziger Herr. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Unterscheide mich von dieser Welt und mach mich zu einem treuen Diener. Denn der höchsten Ordnung dienen zu dürfen, soll mein ganzer Gewinn sein. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Ich liebe dich, Christus Jesus, du mein einziger Herr,
du bist mein Leben und Sterben eingebieten. Bitte, Herr, zerschneide die Stricke, die meine Seele fesseln, befreie meine Seele mit mir. Amen. Bitte, Herr, bitte, hilf mir, dass meine Seele befreit werden darf, dass die Stricke geschnitten sind. Amen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte, Herr Jesus, schenk mir dein geistiges Blut. Bitte, Herr, füll mich mit deinem Licht und deiner Kraft. Bitte, Herr Jesus, gib mir die Kraft und die Stärke, meinen Willen zu wenden zu dir. Dein Wille soll mein Wille sein. Halleluja! Jesus, ich liebe dich. Du bist der Herr. Bitte regiere in mir mit deiner Wahrheit, mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe und deinem Vertrauen, Herr Jesus. Denn du bist die Heilung und du bist das Leben, Herr Jesus. Ich liebe dich, du der allmächtige Herr. Oh, bitte, Vater unser, liebster Himmelsvater, du im Namen Jesus, segne uns, segne uns, segne uns mit deinem geistigen Hut, mit deinem geistigen Hut, mit deiner Wahrheit, mit deiner Liebe und deiner Kraft, bitte. Liebster allmächtiger Himmelsvater, du im Namen Jesus, bitte, 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 segne uns mit deinem Geist der Wahrheit. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Lass dein Licht und deine Liebe in uns erstrahlen, so dass wir dir dienen können auf ewig. Denn ich will deine Dienerin sein und ich will arbeiten für dich, Herr Jesus, und für dich, liebster Vater, im Namen Jesus. Denn du bist der Herr und du hast uns erlöst. Halleluja, danke, Amen. Bitte, Herr, stärke deinen Liebesfunken in uns. Bitte, Herr, erleuchte unsere Seelen mit deiner Liebe und deiner Wahrheit. Halleluja, Amen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Ich beuge mich vor dir, meinem liebsten Himmelsvater, im Namen des Christus, meinem wahren Heiland. Halleluja, Amen, dein Wille geschehe. Bitte, du, mein liebster Heiland Christus, bitte, komme du in mein Herz und nimm ganz Wohnung in mir. Halleluja, Amen, dein Wille geschehe und wasch du mich bitte jetzt rein durch deine Wahrheit und ewige Liebe. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christus und zum Heiland, bitte segne alle irrenden Seelen. Bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen. Bitte hilf allen irrenden Seelen deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit, dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Bitte, liebster Heiland, Christus. Christus, Halleluja, mein liebster Heiland, mein einziger Herr, ich bitte dich. Lass mich bitte dieses Kreuz für dich tragen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du, mein wundervoller, einziger Herr, du, der Herr aller Herren, bitte lege mir doch noch ein Kreuz auf, wenn es dein Wille ist. Bitte gib mir Gnade und Kraft, dieses Ungemach nun in deiner Liebe tragen zu dürfen. Herr, ich liebe dich so sehr. Du bist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich danke dir so sehr und bitte dich, dass dein Wille geschehe. Amen. Herr, ich bitte dich, lass die Flamme in meinem Herzen, lass sie anbrennen, lass die Liebe auflodern jetzt in dem Gebet und dass wir uns verbinden und wir Verständnis haben, Verbindung haben, ich dich fühlen darf und geistiges Gut von dir in Empfang nehmen darf, dass ich mein Herz völlig öffne dir gegenüber auf wundervollste Art und Weise. Denn du, Christus, bist
der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Amen. Liebster Christus, liebster Himmelsherr, mein einziger Herr, der du eins bist mit unserem liebsten Vater von Ewigkeit. Bitte speise mich mit deinem Himmelsbrot, bitte lass mich trinken und essen dein Fleisch und Blut und lass mich halten mit dir das Abendmahl, um mich zu laben an deinem lebendigen Wasser, dem geistigen Gut durch dich, der ewigen Liebe und Wahrheit, so dass auch ich durch dich, meinem liebsten Schöpfer, durch Christus, der die einzig wahre Tür zu dir ist, Wahrheit und Liebe sein darf. Halleluja. Ich bekenne in Liebe zu dir, meinem wahren Schöpfer, im Namen und Frieden des Christus, meinem wahren und einzigen Heiland in Wahrheit und im Geiste, dass du mein liebster Himmelsvater, ein Christus, meinem einzigen Herrn und Heiland bist. Ich will nur dir, meinem liebsten Heiland Christus, gehören. Du mein einziger wahrer Herr, du der Herr aller Herren und König aller Könige, bitte führe du mich durch alle Versuchungen, liebster Himmelsvater, du, und beschütze mich und hilf mir, dass ich alle Zeit verbleiben kann in deiner Wahrheit und ewigen Liebe. Du, der du, mein einziger Gott, mein einziger Schöpfer, die ewige Liebe, die ewige Wahrheit, mein einziger Arzt, mein einziger Herr und Heiland bist Christus, du mein Leben und Sterben ein Gewinn. Halleluja, Amen. Jesus, du mein einziger Herr. Christus bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. In diesem Schulungszentrum, Ehre, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir so sehr, ich danke dir so sehr, dass du uns die Gedanken des Vaters bringst, dass du eins bist mit dem Vater und uns so liebst und uns nur helfen willst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, segne mich und schenk mir Gnade. Ich will meine Seele befreien durch dich. Ich will die Stricke der Finsternis durchschneiden, die meine Seele gefangen hat. Jesus, durch deine Hilfe. Ich will Wahrheit für meine Seele, geistiges Gut von dir, Jesus, von dir in Liebe in mein Herz gegeben, so dass ich es aufnehmen kann in mein Sein, weil ich doch nur Liebe bin und nur dein Untertan. Dass mein Wille aus deinem Willen besteht. Ich will nur deine Gedanken denken, Herr. Dein Wille geschehe. Bitte stärke und vermehre meinen Glauben. Bitte, Herr Jesus, bitte, 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 bitte. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Halleluja. Du bist so wunderbar. Halleluja. Amen. 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 Ich liebe dich, Jesus. Ich will jetzt alle Zeit nur noch dir gehören, Christus, meinem wahren Herrn und einzig. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte nimm mich auf in deinen Frieden, hilf mir, dich alle Zeit zu lieben und gib mir bitte die Kraft, alle deine Gebote in Wahrheit halten zu können. Bitte, 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 das ist mein Wille, dein Wille geschehe. Halleluja, Amen. Liebster Christus, liebster Himmelsherr, mein einziger Herr, lass mich bitte dieses Kreuz für dich tragen, denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du, mein wundervoller, einziger Herr, du, der Herr aller Herren, bitte lege mir doch noch ein Kreuz auf, wenn es dein Wille ist. Bitte gib mir Gnade und Kraft, dieses Ungemach nun in deiner Liebe tragen zu dürfen. Herr, ich liebe dich so sehr, du bist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte vergib mir meine Schuld, ich danke dir so sehr und bitte dich, dass dein Wille geschehe. Amen. Ich danke dir alle Zeit, bete dich an, alle Zeit, vertraue dir alle Zeit, übergebe dir mein Leben, meine Sorgen, alle Verantwortung und allerlei Lasten. Ich will dir vortragen, alle meine Gedanken.
dass dein Wille geschehe. Amen. Bitte, 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 liebster Vater, liebster Erzieher, im Namen Jesus Christus. Bitte, 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 ich bin ein sündiges, schwaches Erdenkind und ich bitte, bitte, bitte dich, gib mir die Gnaden des Erlösungswerkes Christi, in dem du dich gegeben hast. Bitte, 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 ich will in dem Kreis stehen für die unser Herr Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Ich möchte meine Seele befreien. Bitte, 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 liebster Vater, bitte, 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 hilf mir. Du wunderbarer himmlischer Erlöser, bitte, 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 nimm mich meiner an. Bitte, 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 nimm dich meiner an und hilf mir, mich zu befreien von aller Last und aller Sünde. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte, bitte, liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christus, unserem Heiland, bitte segne alle irrenden Seelen. Bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen. Bitte hilf allen irrenden Seelen mit deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Bitte, ich bin gewillt, mich loszusagen von allem Bösen und dein Leben in gottgefälliger Weise zu führen. Bitte, 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 ich möchte dir gefällig sein, mein liebsten Vater, meinem liebsten Herrn Christus. Bitte, 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 gib mir deine Gnade. Bitte, 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 ich bin gefällt, die Gnade des Erlösungswerkes unseres Herrn Christus anzunehmen. Bitte, 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 liebster Vater, im Namen Jesus Christus, bitte, 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 gib mir deine Gnade. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Bitte, 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 hilf mir, schwachen, sündigen Erdenkind, und befreie mich von aller Schuld. Bitte, 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 nimm mich auf in deiner Liebe. Bitte, nimm mich auf. Bitte, 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 nimm mich auf in deinem Geist der Wahrheit. Liebster Vater von Ewigkeit, im Namen des Christus, unserem Heiland, bitte segne alle irrenden Seelen. Bitte segne alle, die deine Wahrheit und Liebe benötigen. Bitte hilf allen irrenden Seelen mit deiner Kraft und Gnade und bitte gib deine wunderbare Liebe und Wahrheit dein geistig Gut, auf dass es ein jeder in dein Himmelreich schafft. Halleluja, dein Wille geschehe. Amen. Von dir bewegt sein, von deinem Geist erfüllt sein, mich einfach dir ganz und gar hingeben. Und ich bin so schwach und klein und weiß nicht, wie ich das alleine schaffen soll. Und deshalb bitte, 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 liebster Vater, im Namen Christus, bitte hilf mir. Amen. Nimm mich auf in deinen Frieden, liebster Himmelsvater, du gib mir Kraft zum Kampf hinieden, meinen Willen stärke du. Gib mir immer deine Gnade, weise mich den rechten Weg, lass mich stets und ohne Zögern dienen dir zu deiner Ehre. Und wenn ich in Not gerate, meinen Glauben du vermehr, bleibe du mit deiner Liebe bei mir schwachem Erdenkind. Hilf mir, dass durchs Weltgetriebe ich zu meinem Heiland find. Schütze und behüte mich alle Zeit und ewiglich. Im Namen Jesu Christum, dem heiligen Lamm. Amen. Und ich danke dir auch für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns alle erlöst hast durch Christus und deinen Herrn. Ich danke dir, dass du dich hingegeben hast, um uns zu retten, um uns alle zu befreien und wieder zu dir in deine Liebe zu holen. Ich danke dir so sehr, liebster Vater, im Namen Christus danke ich dir für deine Gnade, für deine Erbarmen und dein Erlösungswerk. Und ich bitte, bitte, bitte,
bitte, bitte, bitte dich. Hilf mir, deine Gnade anzunehmen und deine Wahrheit ganz und gar aufzunehmen. Dieses von dir geschaffene Herzlein, das du mir gegeben hast, damit ich es dir gebe und dir schenke, damit du wohnen kannst in mir. Und das ist mein fester Wille. Bitte hilf mir, mein Wille soll stark sein für dich und zwar nur für dich, dem Vater, dem Herrn aller Herren, dem König aller Herren, dem Herrn Zebor, dem Christus, dem Heiler, dem Erlöser, dem du dich selbst hingegeben hast, liebster Vater, um uns alle zu retten. Und deshalb bitte, 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 hilf mir und gib mir Kraft. Gib mir Kraft, dass ich meinen Willen nur noch wende zu dir. Amen. Halleluja. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Und ich will dankbar und in Freude tragen alles Leiden für Christus, meinen wahren Herrn, welcher willig in Liebe und Leid meiner Schuld in Wahrheit auf sich nahm. Ich danke dir, meinem liebsten Vater von Ewigkeit, der du bist in Christus. Ich will dir ewig willig nachfolgen alle Zeit und bitte bereite du mich ganz und gar als Arbeiter für dein Weinberg. Bitte reinige du mich und mach mich dir wohlgefällig im Namen und Frieden des Christus. Bitte erfülle du mich mit deiner Liebe und deiner Freude und ewigen Wahrheit. Erfülle du mich bitte mit deiner Kraft, dem Heiligen Geist der Wahrheit. Und führe du mich bitte ein in alle Wahrheit, welche nur du wahrlich zu geben vermögest. Du, der ewige Schöpfer, der du aus dir selbst existierst. Bitte, liebster Schöpfer, bitte, bitte, bitte. Lass mich bitte dieses Kreuz für dich tragen. Denn du, Christus, bist der einzige Arzt, die einzige Medizin und die einzige Heilung. Du, mein wundervoller, einziger Herr, du, der Herr aller Herren, bitte lege mir doch noch ein Kreuz auf. Wenn es dein Wille ist, bitte gib mir Gnade und Kraft, dieses Ungemach nun in deiner Liebe tragen zu dürfen. Herr, ich liebe dich so sehr. Du bist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich danke dir so sehr und bitte dich, dass dein Wille geschehe. Amen. Bitte hilf mir zu verstehen und kläre mich bitte auf über alles, was mir noch unverständlich ist. Halleluja! Dein Wille geschehe. Halleluja! Amen. Verstehst, es könnte reine himmlische Wahrheit sein. Bitte frag.
frage erst immer mich, deinen einzigen ewigen Lehrer. Bitte versuche nicht aus dir selbst heraus meine ewige Wahrheit zu ergründen. In Christus ist nur das Ja, kein Ja und Nein, nur das Ja. Ich gab euch dieses Wort in der Bibel, empfangen von meinem treuen Knecht Paulus. Meine Wahrheit ist viel größer als das, was in der Bibel steht. Ich konnte euch nur Andeutungen machen, dass die Lehre des Himmels viel größer ist. Ihr wart noch nicht fähig, die volle Wahrheit zu fassen. Deshalb gab ich euch die heilige, göttliche Liebe-Lehre in der Bibel, damit ihr beweisen könntet, dass ihr meinem Worte Glauben schenket und mir dienen wollet. Ich spreche 24 Stunden zu euren Herzen. Meine heiligen Geister sind immer so glücklich, wenn ein Kind bereit ist, mein tönendes Wort in sich zu vernehmen. Doch vergesset niemals, dass nur die ewige Liebe und das Gebet die Verbindung zu mir aufrechterhält. Der Feind versucht alle Zeit, sich eure Gedanken zu bemächtigen. Deshalb gab ich durch meinen treuen, liebenden Diener euch den ersten Brief des Johannes. Prüfet die Geister. Es ist so leicht, fehlzugehen im Verstande. Bittet mich immer, euch vor dem Irrtum zu behüten. Der Irrtum ist ein starker Diener des Argen und will euch wegbringen von dem Wege der Vollkommenheit durch mich, Christus Jesus, euren einzigen Herrn. Bittet mich immer, zu der Schar derer gehören zu dürfen, für die ich gestorben bin auf Golgatha. Ihr solltet meine Endzeitapostel sein und ich will durch euch, meine lieben Kinder, meine Kirche der Endzeit wieder errichten hier auf Erden. Mein Wort findet keinen Anklang mehr bei den Menschen. Deshalb brauche ich euch, meine Kinder, dass ihr berichtet und zeuget von meiner Kraft, dass ihr lehret die Kinder, die wirklich liebewillig sind. Ich brauche eure volle Hingabe, damit ich selbst durch euch sprechen und wirken kann. Die Wahrheit solle für sich selbst sprechen. Der Arge hat die Menschen in einem Taumel von Genuss und Lieblosigkeit verwickelt. Die Menschen achten die heilige Liebelehre nicht mehr. Da ich den freien Willen nicht antasten werde, werden schnell sehr harte Zeiten auf euch zukommen. Die Geister des Dunkels werden an Kraft gewinnen und scheinbar übermächtig werden. Nur meine vollkommene Liebe in euch kann euch beschützen, leiten und führen. Durch diese Zeiten der großen Not. Nach der großen Zerstörung werdet ihr 3,5 Jahre verfolgt werden. Ich beschütze euch. Ich beschütze euch. Doch ihr müsstet mir blind vertrauen und euch einen Glauben erbitten, der mich durch euch wirken lassen kann. Ich will durch euch übernatürliche Taten vollbringen, denn die Menschen sind auch mein Eigentum und ich werde keinen ohne Kenntnis von mir lassen. Wenn ihr versteht den Heilsplan von Ewigkeit und den Aufbau dieser Schöpfung, dann kann ich euch mit aller Kraft und Stärke ausstatten. Ich will, dass ihr meine Macht benutzet, doch es ist auch wichtig für euch, die geistigen Zusammenhänge zu verstehen. Bitte wehret nicht meine Wahrheit und bittet mich, euch alles zu erklären, was euer Verstand im Moment noch nicht fassen kann. Ergebet euch mir und traget freudig und dankbar immer euer Kreuz, damit ich euch zu rechten Werkzeugen ausbilden kann. Bertha Dude war meine treue Magd, sie hat empfangen nur meine ewige Wahrheit. Bitte befleißigt euch dieser Wahrheit, die euren Verstand vorbereiten will für meine ewige Wahrheit, die ich euch auf ewig in euer Herz legen will. Betet füreinander und für alle irrenden Seelen. Dienet euch gegenseitig in bedingungsloser Nächstenliebe. Dann werdet ihr mir dienen können, alle Zeit und in allen Ewigkeiten. Danket mir und lobet die ewige Liebe und betet ohne Unterlass. Dann kann und will ich euch immer beschützen, trösten und ausreifen lassen. Vollkommen eure Seelen schon auf Erden. Halleluja, folget mir nach und bittet immer um meine wahre Demut. Höret auf mich und bleibet demütig. Sehet eure Kleinheit und Schwäche und ich kann stark sein in euch und durch euch wirken in aller Kraft der ewigen Liebe, die euch alle erschaffen hat und euch immer liebet. Ihr seid meine Kinder, kommet als solche in Liebe und in Wahrheit zu mir und ich kann ganz Wohnung nehmen in euch. Halleluja, Amen. Offenbarung, Lehre Jesu Christi im Leiden am Kreuz, Gottes Stimme, Song, Grundgabenseite 596.
In einer kurzen Zeitspanne ertönt das Wort des Schmerz. Alles, was man liebt, wird es vernehmen. Und das Reich des Schüberöls wird auch der Herr Einblick nehmen lassen auf kurze Zeit. Euch wird es bestimmt sein, seinen Willen den Menschen kundzutun. Und es werden sich euch Dinge offenbaren, die euch in Staunen verletzen, die in die Größe und Allmacht Gottes erkennen lassen. Leidet ihr immer willenswert zu dienen, so wird er euch in alle Herrlichkeit einbringen. Auf dass ihr dies den Menschen auf Erden kundgeben und dadurch viel Leid von ihnen abwenden sollt. Nichts wird vom Herrn des Himmels in der Erde unversucht gelangt werden, was das Aufklären für die Menschheit auslösen könnte. Immer lässt der Herr seine Liebe und Geduld erneut den Erdenkindern zukommen, um sie zu erretten für das ewige Reich. Ihr steht so fern vom rechten Glauben, dass es wahrlich großer Dinge begab, um euch zu erwecken. Ihr müsstet euer Denken völlig umstellen, um nahe zu kommen dem Wirken und Walten Gottes. Denn seine Güte und Milde erreicht euch nicht, wie ihr euch abwendet von der ewigen Gottheit, von Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Lasset alle neuzeitlichen Gebilde und nehmt den Herrn allein auf in eure Herzen und ihr kommt über die ersten Zeiten wohlbehütet hinweg. Nichts wird euch mangeln und keine Gefahr von außen kann euch schaden, so ihr nur den Blick vertrauensvoll aufhebt zu ihm, der für euch gelitten hat am Kreuz. Was war sein Tod anderes als ein Werk unsäglicher Liebe zu euch? Und diese Liebe gilt euch heute noch in gleichem Maß. Wieder möchte der Heiland alles Leid auf sich nehmen, um die Menschheit zu erlösen. Doch sie wendet sich so hartnäckig ab von dem, der allein euch das Heil bringt. Sie kennet nur noch den Gott als erschaffene Macht in der Natur. So verblendet ist ihr Denken, dass sie sich selbst hielt die Schaffung wehen, dass sie kein Wesen anerkennt, das gleichsam alle Fäden der Menschen in seiner Hand hält. Noch wird der Menschheit eine Probezeit gewährt, wo sie diesem Problem Beachtung schenken möchte und sich noch rechtzeitig umstellen kann. Doch wehe, wenn der Herr seine Stimme ertönen lässt und dann jeder hart angefasst wird, der sein Ohr dieser Stimme verschließt. Ihm wird sich der Herr zeigen in seinem Zorn. Und alles um sie wieder vergehen, und alles um sie wird vergehen in großer Not. Wenn der Herr seinen Arm ausstrecken wird über jene, die ihn verleugnen, dann wird sich sein Wort erfüllen, das Heulen und Zähneknirschen sein wird in den Reihen derer, die von unten sind. Amen.